als es um den Sozialpass ging und als es darum ging, dass wir eventuell eine Benachteiligung sozial schwacher Menschen gegenüber Flüchtlingen sehen, dass wir da eine Gefahr sehen, dass das vielleicht irgendwann passiert. Und eine Frage war dann gegen Ende der Anfrage, hat der Landkreis Kassel irgendetwas unternommen, um gleich vorbeugend Maßnahmen zu ergreifen, dass diese Benachteiligung nicht stattfindet, dass weder Flüchtlinge gegenüber sozial Schwachen als auch sozial Schwache gegenüber Flüchtlingen benachteiligt sind. Und da haben wir dann ja auch Antwort drauf bekommen. Ne? Achim, dann machst du weiter. Eine Rückfrage. Noch einen Satz zu diesen mit den Kindern. Und wenn das dann alles klar ist, wenn man sämtliche Informationen hat, dann sollte man versuchen, das so einfach wie möglich für den Bürger klar zu machen, weil die Menschen draußen, die verstehen das nicht. Die verstehen das nicht. Genau. Niemand versteht das, wenn das nicht richtig klar, klitzeklein klar gemacht wird. Das muss auch für den einfachen Bürger verständlich sein. Ja, dass die wirklich wissen, was da überhaupt abläuft. Richtig. Sonst wird das so wie irgendwelche hochtrabenden Wörter dazwischen kommen. Dann wird es weggeschmissen und dann wird sich zum nächsten Thema gewendet. Also ich glaube, dass wir hier eine ganz normale Sprache sprechen. Das ist offensichtlich, wir reden nicht so verklausuliert. Und genauso werden wir es dann auch noch draus geben. Da muss ich ein bisschen Selbstkritik üben. Ich habe bei einer Versammlung, da geht es um Tage 2, weiß wahrscheinlich von Ihnen auch kaum jemand, was das ist. Das wurde dann so fachmännisch rübergebracht, dass ich selbst die Zuschauer fragte, wisst ihr jetzt, was Tage 2 ist? Wusste keiner. Dann kam der Referent zu mir und fragte mich, wie hättest du denn das erzählt? Ich sage, ich hätte so und so gesagt. Ja, so kann man es auch sagen. Wenn es interessiert, sage ich das gerne mal, was Tage 2 ist. Es ist halt ganz wichtig, dass wir uns so eine einfache Sprache auch bewahren. Also genauso sind wir in die Politik, genauso wollen wir Politik, so leben wir Politik, genauso verstehe ich Politik und genauso wollen wir das natürlich auch fortführen. Aber deswegen, wer sich unsere Strukturen anguckt innerhalb der Partei, wir werden schnell als, damals wurden wir als Professorenpartei abgetitelt, heute sind wir vielleicht die einfache Arbeiterpartei oder so. Ich denke, wir sind sowohl Arbeiterpartei als auch Professorenpartei, als auch Arbeitslosenpartei und alles drum und dran, weil wir einfach ein Bild der Bevölkerung widerspiegeln. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, kleine Volkspartei zu werden und ich denke, da sind wir auf dem besten Weg und da müssen wir uns die einfache Sprache natürlich bewahren, vollkommen richtig. Also eine Volkspartei, das heißt keine Volkspartei. Ja. Eine Volkspartei. Eine. Ja. Ich habe kleine Volkspartei verstanden. Ja, das ist der Stellvertreter da. Ich habe kleine verstanden. Alles gut. Kleine verstanden. Aber eins noch dazu, wenn ich die Leserbriefe bei Zeit Online, bei Welt, bei Fokus und vor allem total gerne bei Tichys Einblick lese, dann glaube ich, dass die Bürger viel, viel mehr verstehen, als die meisten Politiker denken. Viele beschäftigen sich schlicht mit Politik, ist okay, die wird sowieso nicht interessieren. Aber die, die sich für Politik interessieren, die sind schon sehr, sehr tief im Thema drin. Und ich glaube, man muss jetzt nicht die komplizierte Sprache rausholen, aber zu sagen, wir brauchen eine einfache Sprache, glaube ich auch, wir brauchen eine normale Sprache, dass man normal darüber spricht, okay, nicht da so hochtrabend. Aber die Leute haben, glaube ich, schon einen sehr, sehr starken Blick dafür, was in unserem Land stattfindet und was nicht. Und das sehe ich an den Leserbriefen. Da schlackere ich manchmal mit den Ohren, was die Leute alle wissen und wo ich auch viel, viel von lernen kann. Aber viele, die kein Internet haben, ältere, da ist noch Nachholbedarf. Wird es ja demnächst auch als Printmedium geben, Tichys Einblick. Da gibt es aber immer noch die Leserbriefe auch, die kann man ja auch lesen und es ist auch mal sehr interessant. Also, lass uns mal den Wenn sie abgedruckt werden. Ja gut, es kann ja nicht alles abgedruckt werden. Also. Da habe ich schon darum gebeten, 4, 5 Seiten Leserbriefe bitte, weil ich die am allerliebsten lese. Harry, wer lebt doch mal du. Also, ich denke immer, vielleicht mal, dass wir die Diskussion ein bisschen mehr entfachen sollten. Es wäre schön, wenn die von den Damen und Herren, die hier in der Runde sind, auch immer offen mehr Fragen zu uns kommen, damit wir die beantworten können. Also aus meiner Kurzdarstellung konnte ich ja rüberbringen, persönliche Kurzdarstellung, dass ich mehr aus dem finanziellen und wirtschaftlichen Bereich komme. Und unser Ziel ist es, und das glaube ich, gelingt uns immer besser, auch zu zeigen, wir sind jetzt nicht nur die ein Themenpartei, damals Euro, jetzt sind wir Flüchtlinge und so weiter, sondern wir sind breit gefächert. Ich bin sicher, dass ich mit unserem Grundsatzprogramm, was über viele tausend Mitglieder entworfen haben, auch mal informiert haben. Das ist also, zu allen Themen können wir was sagen. Ich komme im finanz- und wirtschaftlichen Bereich und Sie wissen vielleicht, dass der Landkreis Kassel und auch die Stadt Kassel stehen hier unter dem Rettungsschirm des Landes Hessen. Das ist
vom Land Hessen. Angeblich sind sie weg drum, oder? Ja, das habe ich mal mitgekriegt. Stadt Kassel, aber nicht Landkreis Kassel. Achso, das ist auch ein Schutzschirm. Stadt gesagt. Also Stadt ist draußen. Stadt ist draußen. Na gut, dann guter Zahl von SNA, aber wenn die Gewerbesteuerrückerstattung kommt. Das ist aber was anderes wieder. Die SMA ist aber Landkreis. Ja. Naja, das ist nicht so klar. Nicht so klar, das ist Landkreis. Oh, wird sie noch enger. Es steht der Haushalt. Also es werden jetzt spannende Debatten kommen in den nächsten Monaten, im November, Dezember und Januar. Und die Kollegen von der CDU sagten schon, der SPD schon am Wirken, dass sie versucht, die Mehrheit im Kreistag hinzukriegen, dass sie den Haushalt beschlossen kriegen. Wir sind nicht so tief drin, aber wir merken schon einige Zahlen. Beispielsweise, ich muss am Rande sagen, ich will jetzt nicht nur auf Flüchtlinge geben, aber der Landkreis hat letztes Jahr 18 Millionen für die Betreuung von Flüchtlingen ausgegeben und hat dafür auch 18 Millionen erwartete Erträge, Erstattung vom Land eingebucht, aber es sind nur 9 gekommen. Also da klafft schon mal eine Lücke im 2015 von 9 Millionen. Nach den Zahlen, die wir bisher vorliegen haben. Im Jahr 2016 sind für die Flüchtlingsbetreuung, korrigiert mich bitte, 42 Millionen einkalkuliert, die auch ausgegeben werden. Und man hofft natürlich, dass die 42 Millionen auch erstattet bekommen. Wenn jetzt diese 42 Millionen auch nur zu 50% vom Land erstattet bekommen, dann klafft eine riesige Lücke, was den Landkreis Kassel für wahnsinnige Probleme bringen würde. Und wir im Hinblick auf diesen schwierigen Haushalt, der also in den nächsten Monaten zu verabschieden ist und auch zu gestalten ist, haben wir jetzt keine Anfrage gestellt, sondern einen Antrag. Das hat eine andere Qualität, weil dann über den Antrag wird dann auch abgestimmt. Bei der Anfrage kriegen wir nur Informationen, wo sich dann gegebenenfalls mal Anträge raus entwickeln könnten, indem wir im Kreis da stellen können. Also wir fragen an, da ist der vierte Antrag der AfD-Fraktion Landkreis Kassel über freiwillige Leistungen des Landkreises Kassel zur Behandlung in der kommenden Sitzung am 7.11. Sehr geehrte Damen und Herren, die AfD-Fraktion bittet um Erstellung und Weiterleitung einer Auflistung aller freiwilligen Leistungen des Landkreises Kassel an die Kreisabgeordneten. Wir beantragen die Beschlussvorlage. Der Kreistag bittet den Kreisausschuss, der Kreisausschuss ist quasi der Vorstand des Kreistages, der Kreistag bittet den Kreisausschuss zur Unterstützung der Haushaltsberatungen eine Auflistung aller freiwilligen Leistungen des Landkreises Kassel zu erstellen. Diese Liste soll alle vorgesehenen und auch bereits getätigten Leistungen mit Zahlenwerk der Jahre 2015 und 2016 erfassen, die nicht durch Gesetze oder Verordnungen vorgeschrieben sind. Erfasst werden sollen auch die freiwilligen Leistungen, die durch politische Beschlüsse oder zeitlich begrenzte Verträge entstanden sind. Auch, wie Florian Kohlweg sagte, wir wollen Transparenz haben. Wir wollen wissen, was wird hier wirklich ausgegeben? Sind diese Leistungen auch nötig? Wir begründen das damit, da die Leistungen, die Kraft Gesetz und Verordnung vorgegeben und nicht verändert werden können, wäre eine Auflistung aller freiwilligen Leistungen bei den Haushaltsberatungen für alle Kreistagsabgeordneten sehr hilfreich. Das ist unser Antrag, und da werden wir mal sehen, wie wir darüber abgestimmt wird. Das heißt, Sie merken, Kreisarbeit kann auch ein bisschen trockener sein natürlich. Das kann, gerade wenn es dann in Richtung Haushaltsberatungen geht, wenn es um die Haushaltsverabschiedung geht, dann wird wieder an allen Fronten gekämpft. CDU gegen SPD, AfD gegen Kartellparteien so ein bisschen. Und gerade da wollen wir ein bisschen aufräumen und wollen ein bisschen dafür sorgen, dass sowohl Transparenz in die Zahlen kommt. Das heißt, wir werden da wirklich auch in den Bürgerforen mit Zahlen nach außen gehen, sofern die natürlich öffentlich sind, aber es ist der Großteil, und werden auch mit Ihnen dann natürlich über Haushaltszahlen in einem Bürgerforum mal diskutieren. Das wird dann vielleicht mal ein bisschen trockener, aber es ist uns wichtig, da Verständnis zu schaffen, wofür gibt der Landkreis Kassel sein Geld aus, wofür gibt er vielleicht Geld aus, wo es gar nicht nötig ist oder wo wir es aus unserer Sicht der Dinge überhaupt nicht für nötig halten.
Das war auch ein zentraler Punkt unseres Wahlprogrammes, das wir aufgestellt haben. Uns wurde ja immer vorgeworfen, naja, wir könnten unser Wahlprogramm nicht durchsetzen oder wir würden es nicht durchsetzen wollen, wir würden nur scheinheilige Thesen formulieren. Das ist eben nicht der Fall. Wer sich im Nachhinein jetzt mal unser Wahlprogramm durchliest, der wird sehen, wenn es um die Themenfelder Transparenz geht, um Finanzen, um Asylbewerber, dass wir eigentlich genau die Punkte ansprechen, die wir Ihnen 2016, also Anfang des Jahres, zur Wahl in unserem Wahlprogramm zur Abstimmung gelegt haben. Natürlich kommen wir da mit vielen Dingen nicht durch und wir werden abgeschmettert und man wird uns vielleicht ein schlechtes Resümee ausstellen seitens der Presse oder vielleicht seitens anderer Parteien. Aber das liegt ja lediglich daran, dass unsere Anträge nicht angenommen werden, dass vielleicht unsere Anfragen als so gesehen werden, wie man uns gerne sehen würde. Aber wir engagieren uns schon in genau der Richtung, wie wir das aus unserem Wahlprogramm her geplant haben. Es hat schon was gewirkt, dass es uns gibt. Auf jeden Fall. Vieler dahin. Auf jeden Fall. Das sieht man ja, das ist. Gerade ist es auch wichtig, also natürlich müssen nicht immer unsere Anträge durchkommen. Es ist ja ein Erfolg, wenn wir beispielsweise einen Antrag stellen und dann eine andere Fraktion kommt, die einen Änderungsantrag stellt, der aber eigentlich genau in dieselbe Richtung geht. Oder unser Antrag abgelehnt wird und ein Jahr plötzlich später derselbe Antrag gestellt wird, nahezu vielleicht gleiche Wortlaute von einer anderen Fraktion und er mit breiter Mehrheit angenommen wird, einfach nur, weil er von einer anderen Fraktion kommt. Das ist natürlich bitter in dem Moment, weil es natürlich unsere Idee ist, aber im Endeffekt ist es ja genau das, was wir erreichen wollen. Uns geht es ja nicht darum, dass wir als AfD hier groß, toll, riesig dastehen, sondern uns geht es darum, Veränderungen zu schaffen. Und wenn wir die schaffen, darüber, dass wir die Altparteien und die etablierten Parteien in eine Richtung lenken, wie wir sie für unser Land am besten finden, dann haben wir schon viel erreicht. Ja. Also das ist auch der Ziel dann Ihres Livestreams. Wir haben ja jetzt gesehen, wenn man sich das liest, ist es doch relativ trocken, so als wird fast eine Sprache verwendet, sozusagen den Bürger dann mehr an den politischen Prozessen eigentlich zu beteiligen. Also ich möchte es nur mal kurz sagen, ich komme aus dem technischen Bereich, habe mich eigentlich bis jetzt noch nie politisch betätigt, weil ich nicht nach dem Prinzip leben möchte, ich bin CDU, ich sage dir, was du zu denken hast, dann komm zu mir, ich bin SPD, ich sage dir, was du zu denken hast, dann komm zu mir. Das ist nicht mein Prinzip, deswegen habe ich mir auch zuerst mal jetzt die AfD angeguckt. Und ich finde, das, was Sie mit dem Livestream machen, um das jetzt mal zu sagen, eben um diese Direktheit, ich finde auch die Schweizer sehr bewundernswert, um die dann wieder gegenüber dem Bürger darzustellen, also das finde ich eine gute Idee. Ich möchte auch vom Ziel her vielleicht auch, dass es mit der AfD entweder, wie Sie sagen, dass es durch die Stärke der Partei in die Richtung geht oder indem sie eben die anderen Parteien in Anführungsstrichen vor sich hertreiben, dass auch die Demokratie hier in dem Sinne direkter wird, wie es zum Beispiel in der Schweiz abläuft. Also ich habe dort mal einen Bericht gelesen. Es war so ein Beispiel Burka-Verbot in der Schweiz. Da haben natürlich die Gastronomen Einbußen. Und dann wurde ein Gastronom gefragt und der hat dann gesagt, was sagen Sie denn dazu? Die Volksbefragung, die hat ja jetzt zu 50% entschieden, das Burka-Verbot gilt im Tessin. Und dann hat der Gastronom gesagt, es gefällt mir nicht, aber der Souverän, also der Bürger hat entschieden. Und das möchte ich auch, dass ich von einer Partei als Bürger wahrgenommen werde und nicht nur als... Wenn ich was dazu sagen darf, das ist einer unserer unverrückbaren Grundsätze in unserem Programm, dass wir Bürgerentscheide haben wollen. Für diese schwerwiegenden Entscheidungen, die getroffen werden von wenigen Politikern und die aber 80 Millionen Menschen betreffen, genau. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das Schöne daran ist, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen der Arm und die Hände der Bürger sein, um das weiterzuleiten. Genau das findet ja mit den Volksbefragungen statt. Und deswegen wollen die anderen es ja nicht. Ich erinnere mich sehr gut, die Grünen hatten damals gute Ideen mit Rotation und auch Volksbefragung. Mit der Rotation, das hat nicht so geklappt und mit der Volksbefragung, das hat auch nicht geklappt. Für mich ist das tatsächlich unverrückbar. Würde die AfD morgen davon abgehen und würde sagen, wir wollen keine Volksbefragung mehr, hätte ich ein ernsthaftes Problem und würde wahrscheinlich die Partei verlassen. Aus einem ganz einfachen Grund, es entmachtet im Prinzip ein Stück weit die Politiker, und sie werden zu dem, was sie eigentlich sind, ausführendes Organ.
die da des Volkes. Und das, und das hat sich in Deutschland verloren. Ich weiß nicht, welcher Politiker es gesagt hat. Damals hat man gesagt, Deutschland muss mehr Demokratie wagen. Und ich glaube, das ist Willi, aktueller denn je. Willy Brandt. Danke. Ich darf Ihnen nur ein paar Zitate aus unserem Grundsatzprogramm der AfD kurz an die Hand geben. Wir haben das ja im März, April, also Ende März, Anfang April in Stuttgart beschlossen. Und wir können ja viel sagen, also das ist unverhandelbar oder das ist unverrückbar. Und im Endeffekt sagt die AfD dann, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht, naja, dann müssen wir es halt verändern, damit wir eine vernünftige Koalition hinbekommen, weil die CDU, die will es halt nicht oder die SPD will es halt nicht. Ich kann Ihnen vorlesen, das deutsche Volk ist ebenso mündig wie das der Schweizer, um ohne Einschränkung über jegliche Themen direkt abzustimmen. Eine natürliche Schranke ergibt sich durch Grundsätze des Völkerrechts. Die Schweizer Erfahrung belegt, dass sich die Bürger gemeinwohlorientierter verhalten als Berufspolitiker selbst, wenn Eigeninteressen damit kollidieren. Macht- und interessensgetriebene Entscheidungen sind eher in rein repräsentativen Demokratien zu beobachten. Gerade die Schweizer Erfahrung belegt, dass sich die Bürger gemeinwohlorientierter verhalten als Berufspolitiker, selbst wenn Eigeninteressen damit kollidieren, hat selbst ein Gustav Le Bon, ich weiß nicht, wer es kennt, Die Psychologie der Massen, hochinteressantes Buch, das hat er da selbst bewiesen, wenn eine Masse sich bildet, kollidieren Interessen der Masse oft mit Eigeninteressen, aber die Leute, die Eigeninteresse haben, tragen es dann mit, weil die Masse es mitträgt. Und gegen Ende kommt dann genau der Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Abstimmungsfragen finanzieller Natur sind ausdrücklich erlaubt. Deutschland steht in einigen gesellschaftlichen Themen vor elementaren politischen Weichenstellungen. Die Verantwortung hierfür kann und darf keine Regierung ohne eine unmittelbare Befragung der Bürger übernehmen. Hören Sie zu, die Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Modell ist für die AfD deshalb nicht verhandelbarer Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarung. Das steht so in unserem Grundsatzprogramm. Das heißt, sofern eine Koalition auf Bundeslandesebene irgendwo eingegangen wird, sofern wir dann mal in Regierungsverantwortung sind, ist die direkte Demokratie durch Volksentscheidung nicht verhandelbar. Ende aus. Punkt. Sehr gut. Und eine Koalition, das muss auch noch gesagt werden, es ist zwar noch ein Jahr hin, aber eine Koalition, mit wem auch immer, ob sie stattfindet oder nicht, entscheiden nicht die Herren des Bundesvorstandes. Es entscheidet in dem Moment das AfD-Mitglied. Auch das ist bei uns in der Satzung festgelegt, dass jegliche Koalition von den Mitgliedern in einer Befragung entsprechend genehmigt werden muss. Satzungsanhänge. Auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ja einige sich auch mit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir machen keine Koalition. Oder? Ist nicht ganz so einfach. Wenn man die Satzung liest, wäre vielleicht schön, wenn dem einen oder anderen das vielleicht auch mal bekannt wäre, die dann so gerne sich aus dem Fenster lehnen. Im Endeffekt entscheidet es souverän und das sind die Mitglieder. Ja. Das heißt, es wird immer einen Mitgliederparteitag oder zumindest eine Befragung geben, aber eher einen Parteitag, der darüber abstimmt, ob es eine Koalition gibt oder nicht. Und da geht es hoch her, da können Sie sicher sein. Hier vorne war noch ganz kurz. Da frage ich da als kleiner Mann oder als Deutscher, warum unsere Regierung keine Volksabstimmung mehr haben will. Na, weil sie dann nicht alles durchkriegen. Vor allem auch selber die Politiker, die Herren, die dann oben sind, bei Interviews gesagt haben, Volksabstimmung ist für uns kein Thema. Nee, warum? Glauben Sie denn, dass wir dann einen Euro hätten? Nein. Das war haben Sie ja die Volksabstimmung ja schnell durchgestrichen. Ja. Ja, dann genau. Wird es auch kein CETA gegen den TTIP wahrscheinlich. Die den Euro durchgesetzt haben. Hm? Ja, das war ja. Meine Alternative. Weil die auch mit Volksabstimmung wäre ja nicht rausgekommen. Da haben sie ja vorher die Volksabstimmung auch ganz schnell. Es gibt immer Alternativen. Ich setze Sie mit, Sie sind gleich nach dem Herrn, nehme ich Sie dran. Nur ein Satz. Ja. Es sollte eigentlich zu denken geben, dass alle Parteien im Bundestag gegen die Basisdemokratie sind, sogar, obwohl es ein sehr linksorientiertes Prinzip ist, sogar die Linken sind nicht, nur ein bisschen, aber im Prinzip nicht, für die Basisdemokratie. Und das sollte allen wirklich zu denken geben, weil viele der Sachen, die die Regierung beschlossen hat, und nicht nur in den letzten 18 Monaten, einige wurden angesprochen, die werden auch in so einem Abstimmungsmodus ist wahrscheinlich nicht durchgekommen. Ja, vollkommen richtig. Gerade wer sich die Brexit-Abstimmung anguckt, die dort in Großbritannien stattgefunden hat, zu behaupten als Politiker, wir wollen jetzt Elmar Brok nicht erwähnen, der gleich sagt, er würde sich seine fällt da gleich mit der Tür ins Haus, also er würde sich seine parlamentarische Demokratie nicht durch Volksabstimmung versauen lassen, also der fällt gleich mit der Tür ins Haus. Aber oft ist es ja so, dass es dann heißt, naja,
das, was hier abgestimmt werden muss, das wäre zu komplex und das wäre zu schwierig. Wissen Sie, das ist die Behauptung eines Politikers, der nur nicht aussprechen will, mein Volk wäre zu dumm für diese Antwort. Mein Volk ist zu dumm, das zu verstehen. Und ein Politiker, der mit seinem Volk so umgeht, hat es eigentlich verwehrt, es zu vertreten, meiner Meinung nach. Genau so ist es. Das ist auch nicht nur der Einzige, der denkt. Nur er tut es plump aus. Ich wollte nur die Frage stellen, die Volksvertreter, von wem werden die gewählt? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Genau, meinen wir, Bundespräsidenten müssen von uns zum Volk gewählt werden. Wer geht denn zum Erfolg? Die Abstimmung ist ja schon vorher schon klar. Nein, ich wollte das sagen, das haben 100% wenn er das meint, was er umsetzt, was er gesagt hat, aber das weiß man nicht. Das hat zu Hause. Und die 40. Bei der Volksabstimmung? Ja. Bei der Volksabstimmung muss man ja mindestens 50% erreichen. Das ist ja ganz wichtig. Das war und gerade Sie sprechen ein interessantes Thema an. Sie sprechen das Thema der Nichtwähler so ein bisschen an. Und das Thema der Menschen, die sich politisch verlassen fühlen, politisch heimatlos, wie wir vielleicht auch gerade schon ein bisschen durchgehört haben. Die AfD hat es geschafft, in vielen Landesparlamenten die Nichtwähler zu erreichen, in erheblicher Zahl. Wir waren die Partei, die meisten Nichtwähler beispielsweise vor kurzem in der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erreicht hat, aber auch schon in weiteren Wahlen haben wir die meisten Nichtwähler erreicht. Nur, wie wurde das denn aufgenommen? Das war doch eigentlich die Gruppe, die durch die Altparteien immer erreicht werden sollte und an die Altparteien nicht mehr herangekommen sind. Jetzt kommt eine Partei, die schafft es, diese Leute wieder zu erreichen, die schafft es, die Leute für eine demokratisch legitimierte Partei, nichts anderes sind wir in dem Moment, zu begeistern und als Wähler zu gewinnen. Und dann ist es falsch, weil es ist ja die falsche Partei. Also das ist fadenscheinig und das ist eine riesen Doppelmoral, die wir in diesem Land haben. Also unsere Politik, wenn ich darauf antworten darf, ist nicht einfach. Natürlich nicht. Und sie ist schwierig und schwierig zu durchschauen. Ja. Wenn dann jemand eine einfache Lösung bietet. Dann darf ich dazu was sagen. Die Gedanken, die Sie sich machen, mache ich mir auch. Genau die gleichen. Einmal, was Mehrheiten sind, wie entwickeln sich Mehrheiten, wie werden Mehrheiten überhaupt auch über Propaganda oder sonst was dazu gebracht, so abzustimmen, wie sie abstimmen. Da ist die Schweiz uns um einiges voraus. Wir haben dafür öffentlich-rechtliche Medien, die, ich sage mal, nicht in der Situation wären, wie sie heute sind, dass die Parteien dort überall in den Aufsichtsräten sitzen, sondern viel neutraler. Dann wäre es zum Beispiel so, ein komplexes Thema auch entsprechend komplex zu beleuchten. Und das bedeutet für den deutschen Bürger bei Volksabstimmungen tatsächlich mehr Arbeit. Das ist gar keine Frage. Das heißt also, wenn wir Demokratie in dieser Form wollen, wie wir das sagen, wir wollen das ja, dann heißt das, Entschuldigung, dann müssen die Leute mal abends den Tatort weglassen und müssen sich mehr mit Politik beschäftigen. Das ist gar keine Frage. Wir kommen aber jetzt zu den komplexen Themen und einfachen Antworten. Wenn ich eigentlich einfache Probleme mit einer Politik so komplex gestalte, dass ich eine einfache Antwort nicht mehr haben kann, dann kann ich das tatsächlich so auf die Spitze treiben. Also wenn ich zum Beispiel, was Frau Merkel gemacht hat in 2015, das möchte ich hier gar nicht vorwerfen. Vielleicht hätte ich in der Situation genauso reagiert. Hätte gesagt, komm, die Leute leiden dort, lass sie rein. Die Frage ist, was macht man danach? Stellt man danach nicht die Weichen, dass es den Menschen dort unten besser geht, dass man den Menschen dort unten hilft, damit gar nicht mehr so viele im Prinzip auf die Flucht gehen? Nur als Beispiel. Das heißt also, der Politiker hat hier schon in der Hand, in einer relativ frühen Phase einer solchen Situation, nicht unbedingt eine einfache Antwort, aber das schon so zu beantworten, dass er eine Zukunft anders gestaltet. Frau Merkel hat es laufen lassen. Und das ist wie bei uns zu Hause, wie bei allem anderen. Irgendwann ist man so verstrickt in die eigene Sache, dass man da einfach nicht mehr rauskommt. Wenn man nicht den Schnitt macht, kommt man nicht mehr raus. Und deswegen wird immer gesagt, einfach antworten. Und wenn jemand sagt, wir schaffen das, das ist die einfachste Antwort, die mir je jemand gegeben hat. Und wenn dann eine solche Frau sitzt im Fernsehen und sagt, Entschuldigung, sie sagt dort auf die Frage, haben Sie einen Plan? Ja, ich habe einen Plan. Jeder von uns würde gefragt, okay, Herr Kulwick, wie sieht Ihr Plan aus? Die Medien würden den impfen bis zum Abwinken. Frau Merkel wurde nicht gefragt. Sie hat bis heute keinen Plan erklärt. Also wenn wir so komplexe Themen haben, Entschuldigung, dann sollen die Politiker es auch erklären. Dann sollen sie in der Lage sein, uns auch eine Zukunftsantwort zu geben. Wie finanzieren wir es? Wie kriegen wir das alles hin? Wie schaffen wir das kulturell? Anstatt mit purer Propaganda zu arbeiten und diejenigen, die Fragen stellen, irgendwo in die Ecke zu bringen, als die bösen Abgehängten und die Rechten und die Nazis und hast du nicht gesehen. Das sind für mich einfache Antworten von einer Politik, die schlicht und einfach macht, was sie will, aus welchen Gründen auch immer. Ich kenne den Plan von der Frau Merkel nicht, ich weiß auch nicht, ob es einen gibt. Aber Fakt ist, wir werden in die Ecke gestellt, weil wir schlicht und einfach Fragen stellen.
und kriegen darauf im Prinzip auch der normale Bürger kriegt keine vernünftigen Antworten. Der Herr dort hinten hat wohl sich eben zuerst gemeldet. Wenn ich gerade noch kurz was dazufügen darf. Okay. Das von Herrn Richter angesprochene Beispiel. Das zeigt hier auch, dass nicht nur der Flüchtlingskrise seit dem 4. September letzten Jahres zeigt ja nicht nur, dass die Demokratie zwischen Bürger und Entscheidungsträger nicht funktioniert, sondern selbst parteiintern, in dem Fall in der CDU, nicht funktioniert. Ich kann das vielleicht hier sagen. Eine Freundin von mir ist seit 20 Jahren in der CDU und die hat mir gesagt, diese ganze Sache hat Frau Merkel ganz autokratisch selbst entschieden, ohne ihre Parteibasis zu konsultieren. Das heißt, es ist ein Alleingang. Da sieht man also schon, dass die Demokratie nicht mal innerhalb einer Volkspartei funktioniert. Ganz wichtig. Und wir unterhalten uns hier über Basisdemokratie. Das ist viel weiter. Das ist von unten nach oben. Vom Volk zum Entscheidungsträger. Aber zurzeit funktioniert das nicht mal da oben innerhalb einer Volkspartei. Jeder weiß, von welcher ich spreche. Ja. Dankeschön. Die Volkspartei fehlt auch voll. Ja, ich wollte mal weg von der Flüchtlingspolitik. Ich wollte mal an die Katastrophe erinnern, als in Fukushima, wir da weltweit betroffen waren. Da hat sie genau das Gleiche gemacht wie jetzt. Nichts anderes. Genau das Gleiche. Und es sind Wiederholungstendenzen, die man aber eigentlich wie einen roten Faden, sie schlängelt und schlängelt und schlängelt. Allerdings muss ich widersprechen, ganz alleine kann die das nicht. Also das geht nicht. Ganz alleine geht sowas nicht. Und der Einzige, den ich in der ganzen Zeit aus dieser Fraktion öffentlich gegen die Frau habe sprechen hören, das war der Herr Bosbach. Niemand sonst. Ja, und wo ist der Herr Bosbach jetzt? Im Ruhestand. Der Herr Bosbach hat alle seine Ämter niedergelegt. Er hat aber stille gehalten. Also, na, was heißt stille gehalten? Er hat sich ganz klar, also auch für uns als AfD, positioniert. Er hat gesagt, er hat im Wahlkampf neben AfD gestanden. Alle wären ganz ordentliche, vernünftige Leute gewesen. Er hat AfD nicht mit rechtsradikal in Verbindung gebracht, ganz im Gegenteil. Nee, ganz, also ich habe es gesehen, es war live. Ich auch. Und wirklich. Das stimmt so halb. Der Herr Buschkowski macht es mit der SPD nicht anders. Der Herr Buschkowski hat eine klare Positionierung in der Flüchtlingsgeschichte, ist nach wie vor Angehörige der SPD. Ja, kein Thema, aber ich meine, wir sind uns insofern einig, die beiden genannten Politiker, B und B, Bosbach und Buschkowski. Ja, gibt's ja noch. Haben eigentlich im Prinzip nur noch, wenn überhaupt, beratende Funktion in ihrer jeweiligen Volkspartei. Das ist jetzt auch positiv ausgedrückt. Ja. Also wenn wirklich hätte jemand, ich muss es jetzt einfach mal auf den Punkt bringen, wenn es wirklich jemand gewollt hätte, die Frau Merkel zu stürzen, hätten sie es gemacht. Ich auch so. Und nicht anders. Das muss ich mal so sagen. Ja. Denn, gerade auch, wenn eine, vollkommen richtig, wenn eine CSU durchgegriffen hätte, dann wäre das Ding von heute auf morgen vom Tisch gewesen, es gäbe sogar Neuwahlen. Ne? Also da bestanden Möglichkeiten. Ganz da, genau. Den muss ich auch widersprechen, wenn ich noch einen Satz sagen will. Alles gut. Es gibt ja die Misstrauensfrage. Ne? Ja. Darf ich es aber ganz kurz? Ein Satz noch zum CSU. Ich muss fairerweise hier meine Lanze für Herrn CSU verbrechen, denn die CSU hat im Bundestag 8%, die GroKo hat circa 80. Was ich schon lange vermutete, und der werte Herr Oppermann hat das auch mal expresses Verbes gesagt vor einigen Wochen, wenn der Seehofer mit seiner CSU gehen möchte, dann soll er doch gehen und wir können auch alleine weiter regieren. Stimmt. Insofern wird die Macht von Herrn Seehofer
sehr stark überschätzt, meines Erachtens. Richtig, das stimmt, da bin ich bei Ihnen. Das stimmt. Und wenn er, Entschuldigung, einen Arsch in der Hose gehabt hätte, Entschuldigung, dann hätte er das getan. Dann hätte er seine Klage nicht nur angekündigt, sondern er hätte sie eingereicht. Und es wird ein Ballon geblasen und ich glaube, das ist der Grund, warum ganz viele Wähler abdriften, weil sie schlicht und ergreifend dem ganzen Spiel, will ich mal sagen, nicht mehr trauen. Deswegen sitze ich heute hier. Ich auch. Genauso. Und ich fühle mich in der AfD sowas von gut aufgehoben. Das kann ich nicht anders sagen. Es gibt keine andere Partei für mich im Moment, die auch nur ansatzweise dem näher kommt, was mein innerstes Empfinden tatsächlich seit mindestens anderthalb Jahren ausdrückt. Und das wollte ich einfach mal sagen. Dankeschön für die lebhafte Diskussion. Gerade hier vorne war noch eine Wortmeldung. Sie haben das Stichwort gegeben. Morgen ist eine denkwürdige Veranstaltung in Kassel. Und zwar tagt da die Regionalversammlung, um zu beschließen, dass der Reinhardswald bestückt wird mit Wildfedern. Hat die AfD da auch in eine Aktion getan? Vollkommen richtig, also richtige Nachfrage. Schön, dass wir auch noch ein paar andere Themen ansprechen. Das ist uns auch ganz immer wichtig, dass wir wirklich diese Themenvielfalt, diese Themenbreite, deswegen haben wir auch immer so ein bisschen die Programme hier und verteilen die Programme auch gerne, dass wir die Themenbreite der AfD auch ansprechen. Wir werden ja gern stilisiert, so ein bisschen auf die Flüchtlingsproblematik. Ganz zu Beginn war es die Euro-Problematik. Dann mittlerweile ist es schon fast wieder die Islamproblematik, aber wir sind immer noch die Ein-Themen-Partei. Allein, wenn man sich die Presse anguckt, und ich will nicht sagen, dass die Presse unbedingt falsch damit, also dass das Problem der Presse ist, oft ist es auch das Problem der Altparteien, die solche Dinge über uns verbreiten. Eigentlich wären wir da schon eine Drei-Themen-Partei. Da hätten wir schon drei Themen. Ne? Es gibt aber noch viele weitere Themen, die wir ansprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie da gerade angesprochen haben. Das haben Sie ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Energiewende, erneuerbare Energien, wie positioniert sich die AfD dort? Und ich würde da ganz gerne das Wort an Hermann Schaap geben, weil Hermann Schaap ist da bei uns betraut mit der Energiewende, mit den erneuerbaren Energien, generell mit der Umweltpolitik in der Kreistagsfraktion und kann Ihnen da sicherlich ein paar interessante Sachen, gerade auch bezüglich der Frage im Reinhardswald und Windanlagen im Reinhardswald, ein paar Infos zugeben. Ja, gerne. Gerade hier in Wolfhagen, Wolfhagen ist ja Grünland. Ich habe hier mal einen Bericht mitgebracht vom Dezember 2015, Freude über Windstromrekord. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ja, kennen. Da schreibt Wolfhagen 122% erneuerbar, Energiewendebilanz im November. Wind, Sonne und Biomasse haben bereits 94% der benötigten Jahresmenge produziert. Das ist übelste Propaganda. Ich kann es nicht anders sagen. Dieser, ich sage es jetzt nochmal deutlich, Schwachsinn mit dem Schwachwind bringt keinem was. Das ist nur mal eine Frage an Sie, der Primärenergieverbrauch in Deutschland, zu wie viel Prozent wird der durch Windkraft gedeckt? 2%. Photovoltaik und Windkraft machen 3% des Primärenergiebedarfs in Deutschland aus. Und dafür geben wir jedes Jahr mindestens 25 Milliarden an Subventionen aus. Wenige machen sich die Kippen voll. Richtig. Und die breite Mehrheit muss es schultern. Wir haben die höchste Ankündigung von Stromsperren, die es jemals in der Bundesrepublik Deutschland gab. Das sind fast 400.000, wo die Menschen der Strom abgestellt hat, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Wir zahlen in Deutschland knapp an die 30 Cent, das ist der zweithöchste Strompreis in Europa. Dänemark liegt noch einen Tick drüber. Das ist auch ein Standortfaktor. Das ist ein Wettbewerbsfaktor. Da findet die Deindustrialisierung Deutschlands statt. Und gerade diese Woche hat der Klimavertrag einheitlich im Bundestag, alle Abgeordneten haben dafür gestimmt. Also mich hat das an die Volkskammer erinnert. Alle blasen ins gleiche Horn. Man beschäftigt sich viel zu wenig. Natürlich haben die diese Masse an Energie erzeugt, die Windräder. Das machen die auch, wenn der Wind mal richtig bläst.
Das ist, da müssen Sie, das ist die, der Windertrag ist die dritte Potenz. Das heißt, doppelter Windertrag, dann vor 2 mal 2 mal 2 vor 8-facht der Ertrag. Umgedreht genauso. Flacht der Wind ab, bricht die Stromerzeugung weg. Aber wann dieser Wind erzeugt wird, dann brauchen Sie den Strom nicht. Das ist unser Problem. Sie brauchen heute den Strom, wenn Sie da auf den Schalter drücken, muss das Licht angehen. So, und jetzt haben wir diese Mengen an Strom, die uns vor riesige Probleme stellen. Netze sollen ausgebaut werden. Es gibt wieder Propaganda. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, Smart Meter? Sagt Ihnen das was? Ja. Sogenannte intelligente Zähler. Was ist daran intelligent? Da ist nichts, da wird Mangel verwaltet. Erklärung. Das heißt, ein Smart Meter wird immer das berühmte Beispiel mit der Waschmaschine. Wenn der Strom weht, da ist, die Windräder sich drehen, können Sie Ihre Wäsche waschen. Das wird verordnet. Das ist Mangelwirtschaft. Das mag gehen in dem einen oder anderen Fall. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wohnen irgendwo im Mietshaus und morgens um 3 oder was weiß ich, der Wind weht und die Maschinen laufen alle. Hat sich selbst der Landkreis Kassel auch schon zu positionieren zum Smart Meter und hat da seine Zustimmung gegeben. Und das ist nichts anderes als Mangelwirtschaft. Das heißt, Sie kriegen zu Hause einen Hahn zwischen dem Strom, der ankommt oder ankommen kann, und zwischen Ihrer Maschine, die Sie betätigen wollen. Und wenn Strom da ist, dann ist die Leitung frei. Und wenn kein Strom da ist, dann ist sie gesperrt. Smart Meter. Dann darf ich gerne Wäsche waschen, aber die Waschsalons. Sie können es versuchen, aber das wird schwierig, also mit Maschine. Dann der Smart Meter regelt das ja. Der blockt dann ab. Und dann ist aber der Gesichtsvorsicht. Und Sie lachen drüber und Sie finden das jetzt kurios. Ich lache da auch drüber und ich finde es auch kurios. Aber es ist traurig, dass das mittlerweile wirklich politischer Konsens der Altparteien ist, über solche Sachen zu diskutieren. Das muss ja vernetzt werden. Das geht irgendwie über Funk oder digital, da ist ja auch eine riesen Gefahr, da können sich Leute reinhacken. Sie sind noch gläserner, man sieht genau, wann sie Fernsehen geguckt haben. Das zieht Kreise und da gibt es auch, richtige, ich habe jetzt den Namen nicht mehr, der die Studie gemacht hat, aber ein ganz bekanntes Institut im Auftrag der Bundesregierung und die haben gesagt, das kann sich rechnen ab einem Stromverbrauch von, nageln Sie mich fest, was hat man im Jahr? 4.000 oder 3.000? Ja, 3.000, 4.000. Und die haben gesagt, zwischen ab 6 lohnt sich's. Denn das Ding kostet ja auch Geld. Der hängt ja auch am Strom, der verbraucht ja auch, der muss angeschafft werden. Der bezahlt halt der. Und dann haben die gesagt, das mag sich rechnen beim größeren Verbraucher, wenn er mehr wie 6.000 Megawattstunden da braucht im Jahr oder 6.000 Kilowattstunden im Jahr. Und da stellt sich der Kreistag hin und sagt, wir fordern die Energieunternehmen. Jeder Haushalt muss mit so einem Ding ausgestattet werden. Das kostet 100 Euro. Aber nur die Privat- zahlen Sie natürlich über den Strompreis. Da waren wir noch nicht im Kreistag. Also. Aber nur die Privathaushalte. Ja, wenn Sie sich jetzt nochmal so ein normales Windrad anschauen, so eine 3 Megawatt Anlage. Genau so. Die laufen im Schnitt. 20% bringen die der installierten Leistung, liefern die ab im Jahr. Das Jahr hat 8.700 Volllaststunden, wo die Anlage fahren könnte, liefert aber nur 1.600 Stunden die Leistung ab. Das heißt, zwischen 8 und 9 Monaten stehen die Dinger still. So, und die werden, Entschuldigung, jetzt zu Ihnen im Reinhardswald, die werden jetzt im Wald erlaubt. Industriegebiete in den Wald. Von den Grünen. Den Fledermäusen. Die Fledermäusen platzen die Lungen durch den Druck, wenn die da vorbeifliegen. Da müssen Fundamente in die Wälder, Schneisen müssen geschlagen werden. Die müssen ja mit ihren Schwertransportern da durch. Also das ist eine Umweltverstörung, Zerstörung ohne Gleich. Und die Regionalversammlung ist hundertprozentig einer Meinung. Ja. Wie im nordkoreanischen Volkskammer. Ja, im Volkskammer. Ja. Nur die FDP, die hat doch versucht, die Kurve zu kriegen, aber das glaubt ja keiner. Ne? Wir haben ja mit das beschlossen. Genau so ist es. Ich kann Ihnen, um da auch mal kurz, bevor wir zur zweiten Zwischenfrage gleich kommen, um da auch drauf zu sprechen zu kommen. Mir liegt es wirklich am Herzen, weil wir genau dasselbe in Bad Karlshafen auch haben. Also in Bad Karlshafen haben wir auch den Reinhardswald direkt vor der Tür.
Und unser Landrat des Landkreises Kassel, Landkreises Waldeck-Frankenberg, hat mal von sich gegeben, naja, Windkraft und Tourismus wären vereinbar. Man hätte ja den Edersee im Kreis dort. Nein, das ist Edersee. In Waldeck-Frankenberg. Korrigier mich. Hat mehr Touristen und die haben verhältnismäßig mehr Windräder als der Landkreis Kassel. Und deswegen trotzdem mehr Tourismus. Ja, genau. Das ist der Sprung. Und das war das Ergebnis dieser Aussage war, Tourismus und Windkraft wären vereinbar. Also wär kein Problem. Doch was ist denn das Kapital bei uns eigentlich in Bad Karlshafen und dort in der Gegend? Das Kapital ist der Rheinland-Wald und das Kapital ist die unbelassene Natur vor Ort. Unverbaute Natur und die unbelassene Natur. Ja. Und wir haben die EGR, die Energiegenossenschaft Rheinland-Wald dort vor Ort, wo sich ein Herr Bachmann, Bürgermeister von Renneburg, sehr stark für macht, muss ich sagen. Also als Politiker, das, was er in Renneburg erreicht, Hut ab, da macht er wirklich gute Sachen. Aber das, was er in der EGR, also Trenneburger werden das vielleicht anders sehen teilweise, aber was er in der EGR macht, ist äußerst schwierig. Also wir hatten eine große Versammlung, da ging es darum, dass die Stadt Bad Karlshafen sich an einem Windpark bei Herrn Münden auf dem Garenberg beteiligen sollte. Und wir hatten dann auch eine Riesendiskussion und die AfD-Fraktion war mit einer anderen Fraktion die einzige eigentlich, die sich wirklich fachkundig gemacht hat bezüglich diesem Thema. Wir haben uns angeguckt, wie sieht das mit Windparks aus, das heißt, wie sieht das mit den Volllaststunden aus, die so ein Windpark liefert und wie sieht es aus, was kommt im Endeffekt heraus. Dann haben wir uns hessische Windparks angeguckt, haben uns deutschlandweit Windparks angeguckt. Die Prognosen, die sind immer super. Also man spricht davon, wenn ein Windpark 2000 Volllaststunden im Jahr schafft, dann wäre er so wirtschaftlich und alles darüber natürlich. Ne? Der Großteil der Windparks in Deutschland, der schafft diese 2000 Volllaststunden nicht im Ansatz. Die landen alle bei 1,5, 1,6. In Hessen haben wir ein Beispiel, in Mittelhessen, da waren 2,8 oder 2,7 waren ausgegeben und gelandet sind wir bei 1,8 oder 1,7. Also 1000 Volllaststunden darunter. Und das haben wir dann da so vorgebracht. Aber die Marschroute war, naja, wir wollen das, wir wollen uns beteiligen an diesem Windpark da im Garenberg. Gab zwar noch keine Abstimmung, weil das alles so ein bisschen vertagt wurde damals. Das war auch so frech gegenüber anderen Kommunen, beispielsweise Herrn Münden. Herrn Münden ist ja direkt vor Ort und Herrn Münden hat eine Unverständniskeitserklärung formuliert als Stadt und auch über den Pressesprecher verlauten lassen, mit dem ich teilweise auch Kontakt kurz hatte, dass diese Planung dieser Windkraftanlagen über 200 Meter auf dem Garenberg den Tourismus immens gefährden werden in Herrn Münden, dass man es nicht verstehen kann, wie auf dem Garenberg dort mitten im Rheinland-Wald Windkraftanlagen installiert werden sollen und dass die anderen Kommunen drumherum bitte bedenken sollen, an was sie sich dort beteiligen. Im Endeffekt kam es jetzt so, dass die EGR nicht den Zuschlag bekommen hat, sondern eine andere Bietergemeinschaft aus Südhessen. Also denen wurde ein bisschen vom Karren gefahren. Und was macht die EGR? Die macht jetzt an anderen Gebieten wieder weiter. Ne? Deswegen, also wir positionieren uns da auch ganz klar gegen die Windkraft im Rheinland-Wald. Ne? Das ist ein ganz immenser Punkt. Und auch wenn wir zum Beispiel Südling so ein bisschen sehen, da sehen wir ja auch, dass wir schon was erreicht haben. Am Anfang ging es ja um diese 300 Meter breite Trasse. Und da haben wir ja alle gesagt, oh mein Gott, das geht nicht. Und es gibt ja auch viele Studien, wer sich in Großbritannien mal anguckt, es gibt auch Länder, die verbieten teilweise schon solche Riesentrassen wegen den Gefahren, die dort entstehen. Beispielsweise die Fuchspopulationen unter solchen Trassen erhöhen sich enorm, weil dort viele Tiere natürlich bei diesen Trassen ums Leben kommen. Dann auch die Feinstaubbelastung um diese Trassen herum, die dann zu Leukämie und Krebs führen kann. Gibt es auch zahlreiche Studien drüber. Und da haben wir uns ganz klar gegen positioniert, haben sich viele Bürgerinitiativen gegen positioniert. Und im Endeffekt sind wir ja so, dass eigentlich nur noch über diese unter der Erdeleitung, also über das Erdkabel diskutiert wird. Immer noch keine sinnvolle Lösung, weil wir immer noch der Meinung sind, dass wir den Strom nicht von ganz Nord nach ganz Süd brauchen. Aber immerhin, da wurde schon was erreicht durch die Initiativen, die vor Ort stattgefunden haben. Ne? Kann ich ergänzen? Ja. Hier vorne. Können wir dies nochmal einen technischen Ansatz? Und zwar, lass mich diesen Punkt dieser Trasse mal aufgreifen. Die Alternative zu dieser alternativen Energiewende ist doch eigentlich, dass wir hergehen und unsere Energie verstärkt auch im regionalen Bereich erzeugen. Zumindest mal als Überlegung, ist mir das wert, darüber nachzudenken. Also sprich diese Blockheizkraftwerke. Diese Blockheizkraftwerke, die nicht unbedingt für ein Familienhaus unbedingt sein müssen, die sicherlich auch im Gemeinderahmen betrieben werden können oder in einer Siedlung betrieben werden können, die also letztendlich bedarfsgerecht
Strom und Wärme zur Verfügung stellen können, die dann letztendlich auch eine gewisse Miteinbeziehung des Bürgers in dieses Energiebereich bedeuten können. Wie steht denn die AfD dazu? Die Problematik bei diesen Blockheizkraftwerken ist oft, dass es sich, wie gesagt, für ein Einfamilienhaus nicht lohnt, für ein 2-, 3-, 4-Familienhaus oder für ein Wohngebiet wäre das dann eine andere Sache. Dann kommt aber das Abrechnungsproblem dazu, dass man ja auf einmal quasi ein Energieerzeuger ist und diese ganze Problematik der Abrechnung natürlich auch noch hat, die natürlich dann diese Verbreitung dieser Idee Blockheizkraftwerke nach dem Motto, ich tue dort halt mit dem Erdgas diesen Motor betreiben und habe die Abwärme und habe den Strom. Nach dem Motto Erdgas habe ich ja sowieso in vielen Bereichen für meine Heizung. Hat die AfD in diese Richtung so ein bisschen den Faden aufgenommen, um diese Regionalität, um diese Alternative der Alternative so ein bisschen nach vorne zu bringen? Geht natürlich auch nur bedingt. Klar, aber der Wind bläst auch nur bedingt. Ja. Und aus diesem Grund brauchen sie ja noch parallel den konventionellen Kraftwerkspark. Will ich auch nicht in Abrede stellen. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, Industriegebiete, ein Stahlwerk. Wenn ein Stahlwerk angefahren werden muss, dann brauchen sie ja die entsprechende Schwungenergie. Also das ist schon ein komplexes Ding, natürlich. Blockheizkraftwerke in gewissen Maßen kann man das schon einsetzen, selbstverständlich. Werden hier regional gebaut, haben wir hier Anbieter. Also ich halte das für eine pfiffige Idee, die man in die Diskussion eigentlich verstärkt einbringen kann, deren Verbreitung eigentlich nur durch gesetzliche Probleme eigentlich sich im Augenblick nicht ermöglicht. Die aber letztendlich so als Idee, und zwar gerade auch gegenüber dem großen Gas, gegenüber Vattenfall oder E.ON und sowas, als Alternative mal aufgebaut werden müssen, weil E.ON, weil gerade ja die Großen inzwischen auch die Solarenergieflächen bereitstellen, die Windräder bauen. Es sind ja nicht mehr die Bürger, die sie bauen im Großen und Ganzen, ja? Sondern es sind ja die Großen. Die einfach gucken, was abhaben. Ja, also nach dem Motto, lasst uns doch, wenn wir diese Basisdemokratie-Gedanke haben, das auch verstärkt den Bürger in diese Richtung vielleicht einfach mal wieder einbauen. Also das wird praktiziert, und zwar in der Kohlenstraße kennt ja wahrscheinlich jeder, wenn man statt einwärts fährt, auf der rechten Seite die Esso-Tankstelle. Und daneben ist ein 6-Familienhaus, kurz davor ein 6-Familienhaus und davor so ein Tapetengeschäft. Und der Herr Müller, dem das gehört, der hat im Keller so, und ich habe mir das angesehen, dieses Blockheizkraftwerk. Für ein 4-, 5-, 6-Familienhaus lohnt sich das, für ein 1-Familienhaus lohnt sich es nicht. Das kann aber jeder für sich entscheiden, das funktioniert. Und er hat gerechnet, die Wärme geht rüber in das Tapetengeschäft und der Strom, der erzeugt wird, wird verteilt auf die Mieter, die er hat. In 15 Jahren hat sich das Ganze amortisiert. Haben wir alles gesehen, hat ja alles gesehen. Sie haben recht. Ich denke, aber wir bauen hier, auch in den Gemeinden, bauen wir hier Zisternen ein, teure Zisternen, um Grundwasser und Wasser zu sparen und so weiter und so fort. Warum gehen wir nicht her und machen das jetzt verstärkt in den Wohngebieten zur Auflage, dass wir diese Wohngebiete stärker regional mit Energie versorgen und dann diese Wohngebiete mit diesen Blockheizkraftwerken belegen? Ich will das einfach nur mal als technische Idee mit einbringen, nach dem Motto, wenn wir über Alternativen nachdenken, dann können wir doch mit solchen Dingen auch gerade nicht als Einparteienpartei, sondern durchaus auch rechtlich fundiert. Aber bedenken Sie, es geht nichts ohne Zwang. Meine Tante und Schwiegersohn, die bauen zurzeit in Körle und die müssen Fernheizung nehmen. Ist auch gut so. Die haben sich vorher erkundigt, das ist so. Und die zahlen 150 Euro dafür im Monat. Und ein Nachbar, der Straße hört, vor 3 Jahren gebaut hat, der sagte, der hat einmal 150 Euro zurückgekriegt. Also nicht mal 12, sondern mal 11. Das war dann der Verbrauch. Und ein paar hundert Meter weiter ist die Anlage mit nachwachsenden Energien, mit nachwachsenden Rohstoffen. Das läuft 100%ig. Aber Sie können da nicht selbst entscheiden, wie Sie heizen. Wenn Sie da bauen, wissen Sie, Sie müssen die Fernheizung nehmen. Wieso? Ja gut, aber wenn ich eine Zisterne bauen muss, muss ich auch eine Zisterne bauen. Also das ist einfach nur mal so. Gell? Richtig. Gell? Schon. Aber also ist doch dieses als Idee dieser regionalen Energieversorgung vielleicht einfach stärker mal auch in die Parteiüberlegung einbeziehen. Warum denn nicht? Und wir hätten die Möglichkeit damit, den Bürger einfach auch an dieser Aufgabenstellung zu beteiligen. Also was ich dazu sagen kann, vollkommen richtiger Punkt. Hinter so einem Programm, was wir hier aufgestellt haben mit, weiß nicht wie viel das hat, 180 Seiten ungefähr, gibt es natürlich auch noch in anderen Formaten, da steckt ja viel hinter. Das ist ja nicht einfach ersonnen durch einen Bundesvorstand oder durch einen Landesvorstand. Da stecken unheimlich viele Landesarbeitskreise hinter. Es gibt einen Landesarbeitskreis Familie, es gibt einen Landesarbeitskreis Energie,
Umwelt, es gibt ein Soziales, Bildung etc. Das sind kleine Grüppchen, wo sich interessierte Mitglieder treffen. Da kann sich jedes Mitglied drin engagieren. Und dort geht es dann genau um solche Themen. Und gerade so ein Landesarbeitskreis Energie, der wird sich sicherlich auch mit diesem Thema befassen und die AfD dazu positionieren. Aber sicherlich eine sinnvolle Sache. Ich kenne es aus Karlshafen. Wer die Maisonette-Wohnung so ein bisschen in Karlshafen kennt und diese langen Reihenhäuser dort, das sind teilweise Einheiten, da hast du, und das sind keine Großbausiedlungen oder irgendwas, das sind trotzdem Einheiten, da hast du 4, 5 Familien und viele Single-Wohnungen drin und so, da macht das sicherlich Sinn, wenn da wirklich, das haben wir in Karlshafen auch schon öfters angesprochen, wenn da ein Blockheizkraftwerk, weil das kann wirklich komplett durchheizen, bis hinten hin, das sind riesenlange Wohneinheiten, das macht sicherlich Sinn, ne? Vollkommen richtig. Wir brauchen wieder vernünftige Konzepte, wir brauchen einen Plan. Mit diesem erneuerbaren Energiengesetz, das ist Murks. Jetzt wird uns eingeredet, jetzt wird das Glück, die Heilseligkeit in der Elektromobilität gesucht. Die Elektroautos werden subventioniert mit 4.000 Euro. Das ist alles Humbug. Da ist, die Infrastruktur ist noch nicht da, keiner weiß, wo der Strom herkommen soll. Die Akkus, das ist noch nicht ausgereiht. So ein Ladevorgang dauert 8 Stunden mit einem Schnellladegerät, eventuell 4 Stunden. Es gibt noch keine Ladesäulen. Und das soll die Rettung sein. Und die Bundesregierung sagt ganz offiziell, 2030 wird es keine Verbrennungsmotoren mehr geben. Das heißt, wir gehen auf das Zeitalter der Pferdefuhrwerke zu. Und hört sich überspitzt an, aber das ist die komplette Deindustrialisierung Deutschlands. Und dann geht es weiter, Dekarbonisierung. Die wollen aus Kohle raus, die wollen aus Öl raus, die wollen nichts, keine Motoren mehr. Wo soll denn herkommen? Und um es ein bisschen aufs Kommunal auch wieder runterzubrechen, weil das ist uns halt auch immer wichtig. Wir sehen natürlich den großen Zusammenhang, das ist auch immer schön. Wir müssen es halt immer aufs Kommunal auch so wieder ein bisschen runterbrechen. Deswegen haben wir hier ein Kreistagsforum. Ne? Vollkommen richtig, das großen Zusammenhang, den müssen wir immer sehen. Der kann nicht verschwiegen werden. Ne? Aber auch wir können auch kommunal was erreichen. Beispielsweise in Karlshafen. Ich kann halt immer von Karlshafen so ein bisschen berichten, weil wir da mit dem Parlament und mit uns als Abgeordnete da natürlich auch in Kontakt sind. Ging es neulich darum, Ladestationen, war ganz, ganz, ganz interessant gemacht von der FEG vor Ort, Ladestationen für E-Bikes installieren auf dem Weserradweg beim Karlshafen, ne, und da so ein Förderprogramm in Anspruch nehmen, kann man sicherlich erstmal sagen, naja, muss keine schlechte Sache sein, wenn das gefördert wird. Und wir sehen ja zunehmend auch, ältere Menschen nutzen diese E-Bikes. Ne. Ein E-Bike ist ja noch lange kein E-Auto. Ne. Und war aber verknüpft mit der Prämisse, naja, da muss es auch Ladestationen geförderte in Bad Karlshafen für E-Autos geben. Also für diese typischen Elektroautos. Und dann haben wir als AfD gesagt, naja, wir lehnen das ab. Und dann wurde uns vorgeworfen, wir wären gegen Fahrradfahrer. Und dann haben wir ganz klar gesagt, es geht uns doch gar nicht um die Fahrradfahrer und nicht nur Ältere nutzen das, genauso ist es. Es geht uns darum, dass wir einfach einen Plan hinter dieser Politik mal wieder brauchen. Und wir haben nachgefragt, wir brauchen mal eine Analyse, wie viele Leute in Karlshafen haben überhaupt ein E-Auto? Ich vermute, die Zahl geht gegen null. Ich habe in Karlshafen bei unseren 3000 Einwohnern noch kein E-Auto gesehen. Vielleicht gibt es ein, zwei, die fahren dann nur nachts raus oder fahren nur ganz wenig raus. Aber es gibt in Karlshafen kaum ein E-Auto. Und die wollten dann 4, 5 Ladestationen in Bad Karlshafen unterbringen. Haben sie auch geschafft. SPD, CDU, FEG haben natürlich alle dafür gestimmt. Wir haben dagegen gestimmt. Also wir können auch kommunal was erreichen.